Herzlich willkommen bei Let's Play Donkey Kong Country Tropical Freeze Part 15. Starten wir die Donkey Kong Insel und 6-1 traut es heim Eis allein. Endlich zu Hause, wird sich Donkey denken. Aber er sieht bestimmt nicht so aus wie sein Zuhause. Überall. Die vier Gegner haben gute Arbeit hier geleistet. Dixie, komm mit. Ich werde mal die Klappe halten und euch die Musik beben lassen. Man hört ihr es? Boah, das ist doch hammergeil. Und da hört man es richtig scharf. Wir sind am Ziel. Der Showdown rückt näher, an dem wir die Donkey Kong Insel aufbauen werden. Aber bis dahin ist noch ein weiter Weg. Was ich Retro Studios hochhalte, ist, dass jedes Level einer Welt aus Tropic Returns entspricht. Wir sind nämlich jetzt im Dschungel. Seht ihr im Hintergrund? Da haben wir eins der Puzzleteile in Dschungelfieber gekriegt. So, sammeln wir mal hier mal alles ein. So, über die Eule kriegt man das Paar. Entschuldigung, du standst ungünstig. So, Pfeilfass. Das ist voller und schnell sein. Das ist jetzt unser Kopf. Jetzt müssen wir ganz schnell unten und hoch sein. Wieder zu Hause. Das ist auch, glaube ich, das erste Mal, wo Donkey Kong außerhalb seiner Insel ist, oder? So, so. Oh, Hammer. So. Hier muss ich noch mal präzise sein. Ich krieg kalt. So, hier bin ich nur zwei. So, jetzt machen wir noch den fetten Hasen da kalt. Für den mal die Bratpanne aus. So, alle Bananen einsammeln, dafür kriegen wir im Leben. So, ist aber schnell sein. Hier finden wir ja nicht hier, sondern während wir die Nummer 4 holen, kracht das runter. Kann auch tödlich werden. So, die Kong-Ladder haben wir vollständig. Das fünfte finden wir am Zielfass. Dazu müssen wir alle 8 Bananenstauden hier einsammeln, ohne das Zielfass vorher zu berühren. Das ist doch mein Start in einen 15. Part, hä? Wir haben nicht verloren. Und das ist gut so. Sauberer Start in die Erde der Donkey Kong Insel. Gehen wir jetzt zum Strand. Zur Welt 2 von Donkey Kong Country Returns. Verschollen im Eis. 6-2. So. Statt Strandsand gibt es Strandschnee. Oh. Der Hase mit der Bayernhose. Er will mich killen. Der Pinguin. Ah, jetzt wurde er gekillt. So. Mit Rollfallsprung. Wollen wir da Bananenstaude. Leon ist unsere erste.
dieses Puzzleteil. So, jetzt flott, denn das sinkt wieder im Eiswasser. Das ist doch Eiskanone. Tick. Ich will mir erstmal Bonus. Ein neues! Die Dinger gehen gar nicht mehr rein. Sind ja eingefroren. Schauen wir mal alles hier schon in der zweiten Etage hier. So, das sind auch 5. Da haben wir schon so 40% aller Puzzleteile. Oh, die Feuereule. Schmeckt mal wieder Feuer. Die haben wir wieder in die Suppe gesprochen, aber diesmal nicht. So, hier ist ein Stöpsel drin. Das heißt, hier kann man ziehen. Hier kann man ziehen. Was sind wir überhaupt? Ach, guck mal nach. Bananen. Ich sehe überall Bananen. Komm, ziehen wir nochmal hoch. Donkey Kong ist so stark, der packt ein ganzes Boot von dem Mickey an. Nochmal! Die Ruine kam da, ne? 3. Ja, ich will was raushauen, weil was nicht ganz war. Dann die Ruinen, dann die Höhle, der Wald, die Klippen, die Fabrik und der Vulkan, der goldene Tempel. Dort wurde... Ah, Utsch! Das kriegst du wieder, das willst du nicht! In der Herz zur rechten Zeit. Ich freue mich schon auf den einen... Level da. Da wo Schattendummi ist. Das ist einer meiner Lieblingslevel hier. Hier kreist ein blaue flammende Eule. Und oben drüber ist eine. Aua! Das tut doch weh, so Eis. Komm, geh mal her. Schau mal auf hier. Haben wir hier erstmal hier die Bananen. Oh, dann mal an die Arbeit. So, hier stehen wir die um. Weil falls die Zeit mal knapp werden sollte, kann ich bequem unten die machen. Ansonsten gäbe es ein bisschen hektisch. Klappt ihr doch was. Gut. Oh. Schauen wir mal ein Herz. Mit der, mit dem Partner. Wenn wir einen Bonus-Level haben, haben wir wieder den Partner-Move zur Verfügung. Höhle. Da kommt ja dieses Paket. Fast Level. So. Hier kommen wir noch gar nicht dran. Hm. Sieh! Das reicht noch nicht für auf den Kopf zu springen, ne? Autsch, das. So, jetzt mache ich dich kalt. Das wundert mich irgendwie, du bei den Temperaturen hier. Hier bei Day After Donkey Kong. Überleben kannst. Du müsstest eingefroren sein. Ich hab das auf Day After. Man muss immer eher stiksekretiert werden, bevor etwas funktioniert. Ist nicht schön, Donkey. Jetzt
Überleg dir gut. Ah, ich will nicht sterben. Wer will das schon? Ach, hat doch keiner. Oh, sag ich doch. Es ist zum Heulen. Aber bin dennoch zufrieden. Ich sah zu den letzten Partnern zu. So, jetzt kill ich die Drecksau da oben als erstes. Zieh, Dongi! Zieh mal ein bisschen schneller, kräftiger, komm! Du bist doch ein starker Primat. So, und jetzt kill ich die Sau. So! Schluss mit lustig! Jetzt noch ein bisschen hier ernster gespielt. Das ist alles ultiklimax. Wir sind erschwert, uns das ins fünfte Puzzleteil zu kommen. Aber aufgegeben jetzt. Aber wie ich schon ein paar Mal gesagt habe im vergangenen Let's Play. Ich hole halt die Kämpfe her. Ich kämpfe bis zum nächsten Abend. So, jetzt Timing ist alles. So, die fünf Puzzleteile kann mir jetzt keiner mehr nehmen, auch wenn ich jetzt verrecken sollte. So, machen wir das kaputt. So ist Trommel streuen. Was ist hier drin? Erstmal den Killer, bevor der mich killt. Dann schauen wir, wie das Geheimnis ist. Ich sehe da wo ich hier noch das eine oder andere Fass hier mit dem einen Partner integriere. Komm, eine Münze. 700 ab. Oh, das hält ja alles zusammen. Ich muss weg hier. Oh. Ziel. Und wie weg ich jetzt hier gehe? Klasse! So! Von Strand geht's ab zur Ruine und zur 6-3 Glatteistrümmer. Boah. Wie eine Gänsehautmusik. Boah, Hammer. Ich habe die ganze Zeit das Spiel irgendwie nicht leiden kann, weil ich nicht so gut bin, ne? Habe ich ja gesagt. Aber wenn ich so hier die Donkey Kong Insel spiele, mit dieser verdammt geilen Musik, in der man spürt, dass man dem Ziel immer näher kommt. Oh, das ist doch hammergeil. Und ich krieg richtig Bock. Hier ist die Banane erschießen. Nein, ich will die Banane nicht töten, sondern ich wollte sie mit dem Kanonenschuss einsacken. So, Pinguin, mach die Augen zu. Mach Augen kriegen. Für immer. Das hätte auch ins Tod gehen können. Hab ich abgeleitet von ins Augen gehen. Ach. Du bist aber mutig, schleichst nur in der Hose rum. Dann schiebst du Frostbeulen Frost. Ohne Fass wäre es wahrscheinlich nicht gegangen, oder? Naja. Das kann nicht alles gehen. Aber wir sind heute gut drauf. Hier im Part 15. Denn wir haben eine Viertelstunde gespielt. Und wir sind schon im dritten Level.
Oh, es macht kein Level hier. Die Welt. Die Insel. Das habe ich so gesagt. Ich wollte es ertesten, ob es wirklich funktioniert. Ob man daran verrecken kann. Fliegen können. Man darf ja nicht vergessen, dass die Schwerkraft auch noch da ist. Wir befinden uns ja immerhin noch auf der Erde. Wie wär's denn mal mit einem Donkey Kong Galaxy? So in der Art von Donkey Kong 64. Aber ja, okay. Das kann man so vergessen, ne? Nein, Donkey. Was? Da war ein Ding? Die hab ich gar nicht gesehen. Das war doch Schande, aber auch. So, dann geht das klappt jetzt aber, ne? Hatte ich jetzt den Spaß? Ich tu schön baden. Ich hab gelernt. Ich hole ich jetzt. So. Ja. Das ist ein Malus, ne? Nee, das war's, soll ich mal stehen. Stimmt, über die Eule geht das. Die habe ich ja immer vorher gekillt, ne? Lass die Waffe fallen, mein Freund. Muss nicht immer für mich tödlicher. Ne? Oh, Puzzleteil. Wusste ich gar nicht mehr. Jawohl. Mensch, ich darf das Tasten nicht verwenden. Sondern nur hier. Hier ist die Nummer 3 drin. Oh. Oh, ich muss dran denken, dass ich jetzt Diddy Kong habe, nicht Dixie. Der kann nur fliegen. Für kurze Zeit mit Antrieb. Oh, jetzt kommt das entgegen. Komischerweise habe ich eben 2012 gesehen. So. Ah, jetzt habe ich das einen kurzen Teil ja vergessen, ne? Gerade verrückt. Scheine zu. So, haben wir es noch nachträglich geholt. Ah, ich bin nicht. Oh! Das ist wohl Gedanken übertragen. Kommt das jetzt hier, das Puzzleteil? Nee, hier, oder? Jupp. Ich hole aber erst das N. Ich hoffe, das kracht vorher nicht weg. Ich kenne ja Radio Studios. Ich hätte noch Ski, ne? Ich hab nur Con. Da ist es. Mann, hier fällt alles auseinander, ey. Schnell, bevor der Behörde da bei mir was gewesen wäre. Müsste jetzt aber gewesen sein. Immer noch nicht! Doch, wir haben es geschafft und wir können den neuen Part in den vierten Level spielen. Ich stand an den Mittelfüßen. Schon wieder noch 5, ne? Wir haben bis jetzt keine 7, keine 9 gehabt. Komisch. Wir werden bestimmt. So, dann mal ab rüber zur Höhle aus Donkey Kong Country Returns. Und da haben wir Funky Kong. Glaziale Fastzeit. Ja, ich freue mich. Vor allem die Puzzleteile zu erlangen, die sind wirklich
Krass. Hier kriegen wir, hier ist ein Bonuslevel drin. Dazu brauche ich das Kongfass. Überleg dir gut, was du machst. Boah, da kommt nur Eiskugel. Ich will dich, Dixie. Ich muss nur noch aufpassen, dass ich nicht vom Schneeball erschlagen wird. Das finde ich aber geil. In Donkey Kong Country Returns war weder von einem von Wasserlevel noch von Schneelevel zu sehen. Aber hier in Tropical Freeze gibt es eine ganze Welt dafür. Und mit Schnee. Hier wohl Titanien. Donkey Kong Insel. Da! Hier sind schon wieder 7! Aha! Dachte ich wieder. Das war jetzt der Anfang. So, jetzt. Achtung. Ich sterbe. Du sollst sterben gehen. Nee, so. Mach die nachher. Ich bin absichtlich tot und fallen lassen. Wieder nicht alles gekriegt. Ich muss leider nochmal 4 liegen lassen. Ja, kriegt alles zusammen, ey. Die Erderwärmung ist im Gange. Kann der hier nicht, oder? Das war der Antrieb weg. Das wird kein Schneedecken. Das klingt noch schöner hier in der Höhle. Das habe ich jetzt gesehen, ist klar. Die brauchen keine Münzen mehr. Und bis zu scheint das große Teil. Kann ja nicht sein. Oh, da war ich ja doch gut. Das war Part Anfang bald wieder ein guter Tag. Eigentlich weiß ich nicht. Jetzt aber. Ja, das kam jetzt. Das hier muss ich. Nee. War das nicht hier? Ist aber geil gemacht, geil animiert. Oh, ich bin weg genug jetzt. Wie gebe ich da Antriebsflöten? Was für ein. Ist das Hass nicht genug getankt worden oder was? Da bin ich weg. Jetzt fahrt so vor allem, wo es an ist, klar. Wie du es gar nicht weg. Komm, geh sterben. Schon ist die Schnauze voll. Irgendwie muss ich ja mal dafür schlafen. Ganz sauber ficken kann. Bis zur 30. Minute mache ich das. Und da wird geschnitten. Ich habe noch 5 Minuten Zeit. 6,5. Ne, 5,5. Oh. Wie mache ich mich ganz kirre? Aber was ich hier schade finde, ist, dass die Level mehr auf Dixie Kong zugeschnitten sind. Als auf Diddy und Cranky. Aber man muss auch dazu sagen, Dixie war ja schon lange nicht mehr im Einsatz, oder?
Bei Donkey Kong Country 3 habe ich das letzte Mal gesehen. Das ist zwar 96. Das ist 18 Jahre. Und Diddy kam immer vor. Okay, schau, bei Chat Race war das sogar noch, glaube ich, dabei. Hier kann ich jetzt mal hängen lassen. Das sind schon wieder keine gute Vorzeichen. Hat funktioniert. Ich könnte jetzt mal ein Tutorial reinkommen. Oh, wie ist es? Gibt's da was? Ich gucke mal lieber noch mal nach. Immer ein kleines Stückchen weiter, ne? Wir müssen nicht immer alles auf Moor schaffen. Für den nächsten Part verspreche ich mal noch kein Ende. Vielleicht der übernächste. Die Hälfte von der Donkey Kong Insel haben wir ja nach dem Video getan. Ah ja. Ich hoffe, das ist anders als bei Super Mario Galaxy 2, dass wenn man das Spiel zu 100% durch hat, dass die Anzahl der Versuche gezeigt werden. Da sind wir bestimmt bei 1000 gefühlt. Aber ich habe gestern mit meinem Cousin gespielt und da war ich wesentlich besser. Am vergangenen Freitag hatte ich einen Livestream von Donkey Kong Returns. Und zwar jetzt im Vergleich mit dem Let's Play. Ich bin jetzt bei der 2-2 stehen geblieben. Oh. Ich will wissen, ob es dafür einen Puzzleteil gibt. Ich denke mal, wenn ich beim Tutorial-Schwein bin, tue ich mal schneiden, ne? Dann wird der Part zu lang. Und aus meiner Erfahrung von Donkey Kong Country, beim Gorilla-Gletscher, dass da die Datei mega wird. Wir haben ja nur Eis und Schnee. Ich möchte wissen, wie groß die Datei da ist. Ich glaube, ich 10 Stunden gebraucht, um ein paar Tore zu haben. Ja gut, damals hatte ich noch eine Camtasia. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, der ist ja auch nicht dran. Donkey, die Alpen brechen auseinander. Hat er seine Stimme geändert? Der schreit jetzt anders, habe ich eben. Aber die Musik hier von dem Lebenkasten gefällt mir doch ganz gut. Hat noch so Klingen, was man nicht hört. Oh, das klingt mal jetzt. Ja, das bringt alles irgendwie zusammen. Okay. So, jetzt aber, jetzt will ich das haben.
guter Freund kommt. Was? Deswegen bringe ich mich die ganze Zeit um? Nee. Ne? Ach, der Vater von Familie Flattermann ist eingefroren und lebt noch. Autsch! Geh hoch! Hier muss ich ja noch nicht alles kriegen, ne? So. Wir machen jetzt keinen Scheiß. So, nächster Versuch. Schneiden schon schön die Datei zu groß. Wenn sie es nicht klappen sollte. Ich bin gerade ein bisschen langweilig für euch. Ja, nur, dass er dasselbe sieht. Und dann schnell die Laune senkt. Die hoch. Da hätte ich das an die Karriere schnell zu 2, oder? Ah, oh, nee. So. Wir hören uns gleich nach dem Schnitt wieder. So, jetzt aber. Feuer frei! Guck nicht so! Du müsst längst tot sein. Du weißt, wie lange du schon da eingefroren bist. Ihr glaubt gar nicht, wie viel Versuch das jetzt ist, nachdem ich geschnitten habe. Also die Aufnahme jedes Mal beendet habe. Wieder runter, 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 hoch. So, jetzt aber. Das hat viel mit Gefühl zu tun. Ja! Oh, was ist hier? Geh raus hier! Hilf mir! Ich komm nicht dran, aber jetzt. Und ein Tutorial, Schwein. Ja. Da ist der zerborstene Schneeball. Schneeballschlacht verloren. Jetzt aber. Finde ich saugeil die Idee. Muss ich ehrlich sagen. Hammergeil. Ich jetzt glaube ich in der Wir räumen also aus dem Weg als Schneeball. Danke, ich mach gerne kaputt. Hm, oh, noch ein Bohnenspiel. Ja, ich muss noch runterkommen. Da was. Ja. Mach keinen Scheiß, Dombi. Jetzt
will helfen mit euch. Jetzt bloß nicht an einen Bananen scheitern. Das würde passen. Aber du. So, wir haben es geschafft. Die Elf von der Dungeon-Insel haben wir. Wieder zurück auf. Hat ja lang genug da. So. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei Let's Play Donkey Kong Country Tropical Freeze für die Nintendo Wii U. Und das war der 15. Part. Dann machen wir im nächsten Part weiter, in Part 16. Da besuchen wir Fungis Grimmskans Kiste und gehen rüber zum Wald. Eiswald. Also, bis dann. Und tschüss, Sikorski. Tschüss.